Meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, werte Gäste, ich eröffne die Sitzung und stelle die ordnungsgemäße Einberufung, die fehlenden Stadträte und die Beschlussfähigkeit fest. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Sitzung sind von 36 Stadträten sowie dem Bürgermeister, damit 37, 32 Stadträte anwesend, sowie auch der Bürgermeister, damit 33, 4 Stadträte fehlen entschuldigt und entschuldigt fehlt keiner. Der Stadtrat ist damit beschlussfähig. Sie gestatten mir, dass ich auch in altgewohnter Weise die Amtsleiterriege begrüße, sowie die Vertreterin der Presseorgane und last but not least natürlich auch wieder die Damen des Protokolls. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt. Herr Platz? Ich wollte nur sagen, dass wir zweimal von unserer Fraktion, die wir per Mail kriegen, die Einladung, keine Mail, also keine Einladung bekommen. Gut, Sie hatten sich, also Ihre beiden Kollegen hatten sich entschlossen, grundsätzlich nur per Mail zu bekommen. Ja. Nicht in Papierform. Gut, nun sind die Sitzungstermine natürlich bekannt und die Unterlagen sind nicht eingegangen, wir werden das klären. Herr Glatz. Aber der Termin war ja trotzdem bekannt, ja. Ja, aber ich wollte es nur rügen. Naja, was heißt, wir müssen es klären. Bevor wir es rügen können, müssen wir es klären, woran es liegt. Vielleicht am Server. An dem. Wir werden es klären. Frau Thiele, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2. Entscheidung über Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung des öffentlichen Teils. Meine Damen und Herren, gibt es Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Tagesordnung? Gibt es bei der freien Liste weiter Änderungsanträge zur Tagesordnung? Ich stelle fest, das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um Ihr Handzeichen, wenn die Tagesordnung für den öffentlichen Teil Ihre Zustimmung findet. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Einstimmig. Dankeschön. Die Tagesordnung für den öffentlichen Teil ist damit einstimmig festgestellt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3. Entscheidungen über Einwendungen zum öffentlichen Teil. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4. Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung gefasster Beschlüsse. Ich bitte Herrn Bürgermeister Fuchs um seine Ausführung. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, zunächst will ich Sie in Kenntnis setzen davon, dass der von Ihnen geforderte Widerspruch zur Versagung der Schulanfangsklasse Grundschule Eschstedt von mir am 23.10. an das Landesschulamt Sachsen-Anhalt ergangen ist. Das Zweite, die Anregung der CDU-Fraktion zur Grünpflege und Reinigung in der Einheitsgemeinde Hansestadt-Gardelegen vom 30.09.2014 ist schriftlich beantwortet worden. Ich denke, die Fraktionsvorsitzenden haben die Antwort, die sehr ausführliche Antwort des Kämmerers und der zuständigen Sachbearbeiterin erhalten. Ich erspare mir das Verlesen derselben. Zum Dritten darf ich Sie in Kenntnis setzen davon, dass auf Anfrage der Stadträtin Lessing inzwischen jeden Mittwoch 14 Uhr 3 Stunden lang die Bibliothek in Lessing geöffnet sein wird. Zumindest ist ein adäquater Arbeitsvertrag abgeschlossen worden. Dafür nicht. Das ist unsere Aufgabe und wir sind auf solche Hinweise angewiesen, Frau Lessing, Entschuldigung. Dann will ich nochmals darauf verweisen, dass wir am Freitag davor eine sehr schöne offizielle Inbetriebnahme der Grundschule in Mieste hatten. Ich will sagen, ich bin sehr angetan von der Art und Weise, wie Schüler, Lehrer und Bevölkerung Miestes oder des Schuleinzugsbereich Mieste diese Schule angenommen haben. Und ich denke, es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier 3,5 Millionen Euro in die Hand genommen haben und haben hier eine Schule geschaffen, eine Grundschule, die, ich denke, seinesgleichen im Land sucht. Dann denke ich auch in Ihrem Namen gehandelt zu haben, indem ich den Verantwortlichen von Gut Zichtau, nämlich Herrn Stähler und Frau Ringkamp, ein Dank- oder Glückwunschschreiben geschickt habe, denn Sie werden es sicherlich auch aus den Medien entnommen haben, dass unser Gut Zichtau den Tourismuspreis des Landes Sachsen-Anhalt gewonnen hat, also zumindest den zweiten Platz belegt hat. Und ich glaube, eben behaupten zu können, dass gerade das
für die Altmark nicht selbstverständlich ist. Und ich bin überzeugt, dass die meisten von Ihnen, genau wie ich auch, der Meinung sind, dass Gut Zichtau diesen Preis absolut verdient hat. Herr Vorsitzender, das soll es zunächst sein. Dankeschön, Herr Bürgermeister Fuchs, für Ihre Ausführung. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5. Durchführung der Einwohnerfragestunde. Nach Angabe Ihres Namens und der Anschrift, meine Damen und Herren, haben Sie nun als Einwohner die Möglichkeit, eine Frage und zwei Zusatzfragen, die sich auf den Gegenstand der ersten Frage beziehen, zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, die in die Zuständigkeit der Stadt fallen. Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht Gegenstand der Einwohnerfragestunde sein. Ich bitte, dies auch hier und heute zu beachten. Die Einwohnerfragestunde ist damit eröffnet. Ich stelle fest, es gibt keine Fragen seitens der Einwohner. Damit beende ich die Einwohnerfragestunde und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6. Feststellen des Ausscheidens des Ortsbürgermeisters der Ortschaft Berge. Wir schließen den Tagesordnungspunkt 10. Wir kommen zum 9. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 10. Ich war schon zu schnell, Entschuldigung. Erster Nachtragshaushaltssatzung der Hansestadt Gardelingen für das Haushaltsjahr 2014. Die Vorlage trägt die Nummer 38/4/14. Zu dieser Beschlussvorlage liegt Ihnen eine Änderung vor. Herr Fuchs, gibt es Ihrerseits, meine Damen und Herren, Anfragen zur Beschlussvorlage oder zur Änderung? Ich stelle fest, das ist auch hier nicht der Fall. Dann bitte ich um Ihr Handzeichen, wenn Sie der Änderung zur Beschlussvorlage 38/4/14 zustimmen. Gegenstimmen? Eine Stimme Enthaltung? Gut. Der Stadtrat, also schönen Dank erstmal, der Stadtrat der Hansestadt Gardelingen beschließt mit Stimmenmehrheit die über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushalt 2014. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11. Satzung der Hansestadt Gardelegen über die Aufwandsentschädigung für in ein Ehrenamt oder zu sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeit berufene Aufwandsentschädigungssatzung. Die Vorlage trägt die Nummer 40/4/14. Zu dieser Beschlussvorlage liegen Ihnen Anträge der gemischten Fraktion und der CDU-Fraktion zur Beratung vor. Das ist erstmal geklärt. Jetzt bitte ich erstmal Herrn Bürgermeister Fuchs um seine Ausführung. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, die Beratungsergebnisse liegen Ihnen schriftlich vor, sodass ich mir ersparen möchte, das hier zu verlesen. Gut. Dankeschön, Herr Bürgermeister. Gut. Ja, gibt es Ihrerseits, meine Damen und Herren, zunächst erstmal Anfragen zu dieser Beschlussvorlage und auch natürlich zu den redaktionellen Änderungen? Herr Wolf, bitte. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich hatte das Vergnügen, in der zusammengesetzten Arbeitsgruppe aus den verschiedenen Fraktionen mit in dieser Thematik zwei Beratungen zu absolvieren. Und wir haben also versucht, uns zu diesem Thema einen Standpunkt zu bilden. Ich möchte hier vorausschicken, dass die Grundlage dieser Beratung in der Arbeitsgruppe der Unterlass des Ministeriums vom Juni dieses Jahres ist, in dem für alle ehrenamtlich tätigen Funktionsträger, ich sage bloß mal alle, die wir hier mit unserer Satzung auch erfassen, eine entsprechende Satzungsbreite zugelassen ist, die Entschuldigung, das war eben nicht geplant. Das glauben wir Ihnen, Herr Wolf. Die hier in einer entsprechenden Breite Entschädigung zulässt. Der ministerielle Unterlass legt konkret fest, dass sich diese Entschädigungen zu orientieren haben an den Einwohnerzahlen der Ortschaften. Das mag für den einen oder anderen ein Problem sein. Ich denke mal, es führt zu einer entsprechenden gerechten. In Ordnung finde. Wo ich teilweise auch Bauchschmerzen mit habe, ist die Frage der Anpassung der Entschädigungssatzungen für andere Funktionsträger, damals konkret für die Ortsbürgermeister. Wir haben hier. Herr Wolf, ich möchte Sie an Ihre Redezeit erinnern. Ich habe schon zwei Minuten mehr gegeben. Ja. Tut mir leid, Schluss. Ja. Ich habe vielleicht nochmal die Möglichkeit, mich noch mal zu melden. Gut, ich danke Ihnen. Wegen der Fairness habe ich Ihnen jetzt schon
mehr als, ja. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen, Anfragen zu dieser Beschlussvorlage? Herr Marten, bitte. Ja, ich hatte wie Herr Wolf auch das Vergnügen, in dieser Arbeitsgemeinschaft teilzunehmen. Arbeitsgruppe. Mitzuarbeiten. Arbeitsgemeinschaft. Ich hoffe, es war keine Arbeitsgemeinschaft. Nein, Arbeitsgemeinschaft. Ich habe scheiße auch immer die Ethikkommission bezeichnet. Naja, das werden wir sehen. Habe mich von Anfang an gewundert, dass sowohl die CDU als auch die gemischte Fraktion nicht daran teilnahmen. Die gemischte Fraktion kam dann beim zweiten Mal dazu. Umso mehr habe ich mich hinterher gewundert, als gerade von diesen beiden Fraktionen Änderungsanträge zu der sehr konstruktiv ausgearbeiteten Fassung eingereicht worden sind. Fand ich schade, es wäre schöner gewesen, wenn sie da gleich dabei gewesen wären und gleich mitgearbeitet hätten. Dann hätte man es vielleicht in irgendeiner Form einarbeiten können, aber dann hätte man ein bisschen darüber halten müssen. Wie ist vorweggeschickt. Was Herr Wolf gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Ich will das gar nicht lange wiederholen, ich will noch eins dazu nochmal sagen. Das ist dann von der Feuerwehr so dargestellt worden, als wenn, und auch aus Kreisler CDU so dargestellt worden, als wenn wir sozusagen das Ehrenamt abstrafen würden, indem wir weniger bezahlen würden. Das Gegenteil ist ja der Feuerwehr, das müssen wir mal klar machen. Unterm Strich steht deutlich mehr an Ausgaben für die Feuerwehr, und das ist auch wichtig so, ich stehe auch dazu. Wir haben den Kinderfeuerwehrmann, der bisher noch gar nicht drin war, neu mit hineingenommen. Wir haben den stellvertretenden Kinderfeuerwehrmann, den stellvertretenden Jugendwart mit reingenommen, der bisher noch gar nicht drin war. Wir haben andere Positionen, insbesondere für die Ausbildung, ein ganz wichtiger Faktor, den wir, wenn wir nachher noch auf die Thematik Feuerwehr zu sprechen kommen, werden wir sehen, wie wichtig der Bereich Ausbildung ist. Auch da haben wir erstmals überhaupt auch eine Entschädigung für eingeführt. Von daher kann ich die Kritik an dem, was wir in Sachen Feuerwehr eingearbeitet haben, überhaupt nicht verstehen, und auch die teilweise Abstufung, und das ist der entscheidende Punkt, der hier möglicherweise bei einigen Funktionsträgern für Kritik geführt hat, die Abstufung einiger Wehrleiter, die finanzielle Abstufung, ist genau dadurch auch zu begründen, dass die kleineren Wesen einfach auch weniger zu tun haben. Und ich habe schon im Hauptschuss, glaube ich, gesagt, wenn ich mir nur ein Beispiel, ohne, also das ist jetzt natürlich nur sagen, die Wehr ist es, aber es sind ganz viele Wehr ganz ähnlich gelagert. Die Landeskinder Feuerwehr, glaube ich, 42 oder 48, 80 Kameraden aktiv. Das ist wirklich ganz viel. Aber am Tag sind drei da. Und von denen hat keiner den Maschinistenlager, keiner hat einen Radenschutz. Dann fragt man sich natürlich auch, wie soll das funktionieren letztendlich auch. Und da muss man einfach sehen, das Große werden in großen Orten, wie in Westing oder Wieste, die müssen natürlich eine höhere Aufwandsentschädigung bekommen. Und daher ist die Ausrichtung an der Einwohnerzahl für das wichtig. Zu den Ortsbürgermeistern und da wird jetzt gleich der geteilte Unmut entgegenschlagen, kann ich einfach nur sagen, wir haben alle Sätze so festgelegt, dass die im oberen Drittel der vom Land sozusagen ausgerichteten Marge liegen. Ich denke, das ist mit den Bedürfnissen der Ortsbürgermeister gerecht, es wird aber gleichzeitig auch der die nämlich nicht ihr Füllhorn ausschütten kann und sich nur mit den Obergästen orientieren kann. Und daher möchte ich ganz herzlich bitten, dieser Satzung zuzustimmen und die beiden Änderungsanträge abzulehnen. Dankeschön, Herr Stadtrat Merten. Frau Lessing, bitte. Ja, vielleicht nochmal von der Wortwahl etwas anpassen. Wir haben keinen Änderungsantrag gestellt zu dem vorliegenden Beschluss, sondern wir haben einen Antrag gestellt, bezogen auf die Notwendigkeit der Korrektur bzw. der Umsetzung des Unterlasses. Das mal dahin und andererseits nochmal zur Mitarbeit in der Arbeitsgruppe. Die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe war freiwillig und da wir keinen Änderungsbedarf gesehen haben, waren wir auch uns nicht genötigt, da entsprechend mitzuarbeiten. Dankeschön, Frau Stadträtin Essen. Herr Schwarzbach, Gebur. Geballte Macht kommt hier. Herr Marten hat sich gewundert, dass wir nicht mitgearbeitet haben. Ich wundere mich jetzt, dass Sie sich gewundert haben, weil Sie auch von vornherein gesagt haben, wir sehen keinen Änderungsbedarf. Insofern gibt es auch keinen Grund, an der Arbeitsgruppe mitzuarbeiten. Die zweite Sache ist die Entschädigungsregelung für die Feuerwehr steht vor uns außer Frage. Da haben wir nur gesagt, das sollte man vielleicht nochmal überdenken, ob das überhaupt ausreichend ist. Vielleicht kann man das auch noch besser anpassen.
Das ist unsere Geschichte. Und was wir gehört haben, ist, dass aus Reihen der Wehrleiter wohl teilweise Kritik kam. Für uns kam da keine Kritik. Also wir haben da eigentlich keine Kritik geäußert. Und vielleicht eine andere Geschichte. Ich habe jetzt gerade nochmal schnell den Runterlass durchgelesen. Also ich sehe da nicht, dass da drin steht, dass das nach Einwohnerzahlen geht. Einwohner bezieht sich auf die Bürgermeister und nicht auf die Wehrleiter. Also die Wehrleiter, also die Entschädigungsregelung für den Wehrleiter Einwohner ist eine Möglichkeit, würde ich gar nicht in Abrede stellen. Und das ist aber praktisch nicht zwingend aus dem dann schon eine freiwillige Interpretation. Aber deswegen haben wir gesagt, sollte man einfach nochmal über diesen Part nochmal genauer nachdenken. Und ansonsten sehen wir eigentlich keinen Änderungsbedarf. Und ich sehe auch nicht, dass sich jetzt für die Ortsbürgermeister in der Arbeit jetzt irgendwas geändert hat. Also ich wusste jetzt nicht, warum man jetzt also praktisch die Entschädigung kürzen würde. Wenn sich jetzt irgendwelche Aufgaben verlagert oder verändert hätten, gäbe es dann sicherlich Redebedarf zu. Aber es hat sich nichts geändert. Also wir sehen auch keinen Grund, was zu ändern. Wir haben auch keinen Grund gesehen, die Aufwandsentschädigung für Stadträte zu verändern, insofern haben wir gesagt, das haben wir immer so gesagt, haben wir also keinen Bedarf gesehen, über die Satzung überhaupt zu diskutieren. Und wenn man Interesse hat, über solche Satzungen zu diskutieren, kann man es ja gerne in Arbeitskreisen machen. Aber da müssen wir jetzt nicht dabei sein. Dankeschön, Herr Stadtrat Gebur. Gibt es weitere Anfragen zu dieser Beschlussvorlage? Herr Marten, einmal noch bitte. Ganz kurz Erklärungszeichen. Das heißt natürlich, wenn wir jetzt diese Klasse, wie sie ist, dann wird die Feuerwehr nicht aufbauen. Ja, gut. Danke, Herr Stadtermann. Es gibt ja Anträge dazu. Da geht das ein bisschen anders hervor, aber da kommen wir gleich. Herr Wolf, noch einmal, bitte. Ich darf bloß noch mal auf den Grundlagen des Ministeriums verweisen, auf den Punkt 2. Hier steht unter der Überschrift maßgebliche Einwohnerzahl das, was ich vorhin bereits gesagt habe. Nein. Gut, danke. Ich möchte keinen Disput entstehen lassen. Ich denke mal, das ist zu prüfen. Man merkt, es gibt Ungereimtheiten, das müsste geprüft werden. Wie Sie das, vielleicht ist es auch eine Sichtweise. Gut, gibt es weitere Anfragen zu dieser Beschlussvorlage? Wenn das nicht der Fall ist, schlage ich folgendes Prozedere vor. Es gibt, wie gesagt, einen Antrag mit zwei Punkten oder beziehungsweise zusammengefasst der gemischten Fraktion. Ich verlese einen Antrag der CDU. Wir werden in der Reihenfolge darüber abstimmen und dann nochmal über die gesamte Satzung. Fangen wir an. Findet das erstmal die Zustimmung? CDU zuerst, ja. Ja, bitte, Frau Lessing. CDU auch. Wenn das der Wille ist, können bitte Frau Lessing. Also wir würden, wenn das rein vom technischen Ablauf her möglich ist, würden wir bitten, dass der CDU-Antrag zuerst wird. Ja, da war ja noch, aber schon wieder weitergehen. Ja, gut. Nee, weil der im Prinzip dann sagt, dass er eigentlich ja. In der Änderungssatzung kann man die Feuerwehr. Ja, also wie gesagt, vielleicht nochmal zur Erklärung der anderen Stadträte, von der Reihenfolge war Ihre der erste. Wenn Sie das jetzt auch so sehen, in Abstimmung, dass es der weitergehende Antrag, der Antrag der Fraktion der CDU ist, dann können wir dieses Prozedere so durchführen. Findet das Zustimmung? Okay. Okay, verlese ich den Antrag zur Beschlussvorlage 40.414 Aufwandsentschädigungssatzung. Ja? Die Fraktion der CDU, der Stadtrat ist der Hansestadt Garding, beantragt, die vorgenannte Beschlussvorlage abzulehnen. Die bisher gültige Satzung ist beizubehalten. Die Aufwandsentschädigung für die Freiwillige Feuerwehr ist separat noch einmal zu betrachten und neu zu erarbeiten. Die Begründung liegt Ihnen schriftlich vor. Ich verzichte jetzt darauf, das nochmal vorzulesen. Wer mit dem Antrag zur Beschlussvorlage 40.414, sprich Antrag der CDU-Fraktion, einverstanden ist, den bitte ich um sein Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Geht's auf? Ja. Gut, damit ist der Antrag der CDU-Fraktion angenommen. Erübrigt sich dann. Ja? Das nehmen wir zum Protokoll. Die Fraktionsvorsitzende der gemischten Fraktion, Frau Stadtrin Lessing, zieht den Antrag der gemischten Fraktion zurück. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die, Entschuldigung, ich muss mal meine Papiere hier sortieren, Aufwandsentschädigungssatzung, Vorlage 40.414. Wer mit der vorgelegten Satzung, Vorlage 40.414, einverstanden ist? Ja, also wer mit der Satzung jetzt einverstanden ist? Hat sich erledigt. Gut. Na, nicht, dass ich wieder Formfehler mache. Gut, danke. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 12. Sitzungstermine des Stadtrates der Hansestadt Garling für das Jahr 2015. Es gibt Ihrerseits, meine Damen und Herren, Anfragen zu dieser Beschlussvorlage.
Frau Lessing, bitte. Also eine Anfrage direkt in dem Sinne nicht. Wir haben ja die Möglichkeit gehabt, in den Ausschüssen die Risikoanalyse sehr intensiv auch zu diskutieren. Und ich denke, da ist eine gute Arbeit von den Fachleuten geleistet worden. Dann haben wir gar nicht die Möglichkeit, das so auch in irgendeiner Weise dann selber erstellen zu können. Deswegen sind wir da sehr dankbar, dass das in dieser Umfänglichkeit auch vorliegt ist. Zeigt uns natürlich auch ganz konkret auch, wo die Probleme sind. Und dass auch in den nächsten Jahren hier ein erheblicher finanzieller Bedarf auch auf uns zukommt. Nicht nur was jetzt Mieste betrifft, sondern auch andere Wehren haben ja Nachholbedarf, ob das die Technik ist oder ob es dann auch an den Immobilien ist, wo die Fahrzeuge untergestellt sind, Gerätehäuser. Und unsere Fraktion möchte eigentlich nur, dass wir auch im Sinne der weiteren Haushaltsführung der folgenden Jahre ist es zwar sehr löblich, dass wir versuchen wollen, die Mittel, die wir jetzt benötigen würden, um Miese ihr dann entsprechend auch mit finanziellen Mitteln auszustatten, um das Feuerwehrgerätehaus zu bauen, dass wir sagen, also es wäre, wir würden den Antrag stellen, dass die Verwaltung beauftragt wird, in den nächsten Wochen und Monaten alle möglichen, alle verfügbaren Ressourcen irgendwo in den Ämtern auch anzuzapfen, um zu schauen, ob doch nicht noch irgendwo irgendwelche Förderungen möglich sind. Weil wenn wir das den gesamten finanziellen Umfang aus dem städtischen Haushalt leisten müssen, dann wird das eine schwere Übung. Aber ich denke, da muss man einfach jetzt mal Klinken putzen und mal schauen, vielleicht tun sich doch noch irgendwo irgendwelche Ressourcen auf, dass man irgendwo irgendeinen Topf noch anzapfen kann, um die Summe, die dann an Eigenmitteln noch wirklich nötig ist, so für unseren Haushalt so gering wie möglich zu halten. Danke, Frau Lessing. Herr Bürgermeister Fuchs möchte kurz antworten. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich denke, Ihnen, die langjährige Mitglieder des Stadtrates sind, ist bekannt, dass die Verwaltung immer alle Möglichkeiten versucht auszuschöpfen, die sich hier in jedweder Richtung an Fördertöpfen auftun. Und auch hier sind wir natürlich dran. Wir sind gegenwärtig am Sondieren, wie muss denn das Gerätehaus aussehen. Wir sind also mit den Feuerwehrleuten nochmal im Gespräch, um darüber zu reden, wie groß muss es denn wirklich sein. Wie kann man das funktional vielleicht so gestalten, dass wir unterm Strich die Investition vielleicht doch ein bisschen reduziert kriegen. Und wenn wir dann gemeinsam uns einig sind, wie sieht denn oder wie muss denn das Endprodukt aussehen, dann ist natürlich vorgesehen, dass die Amtsleiterin, der Stadtwehrleiter und ich dann Klinken putzen gehen. Das ist für uns, denke ich, gängige Praxis. Dankeschön, Herr Bürgermeister Fuchs. Gibt es weiterhin Anfragen Ihrerseits zu der Vorlage 45.4 aus 14? Ich stelle fest, das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um Ihr Handzeichen, wenn Sie der Beschlussvorlage 45.4 aus 2014 zustimmen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Dankeschön, einstimmig. Der Stadtrat der Hansestadt Gardening beschließt einstimmig die Fortschreibung der Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung der Hansestadt Gardening. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 16. Erste Änderung der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge für die Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 2013. Die Vorlage trägt die Nummer 48.4 aus 2014. Auch hier bitte ich zunächst Herrn Bürgermeister Fuchs um seine Erläuterung. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, nach Prüfung der Satzung durch die Kommunalaufsicht wurde festgestellt, dass die Satzung zum 01.01.2013 in Kraft gesetzt werden muss. Aus diesem Grund ist der § 12 der Satzung dahingehend zu ändern. Ja, also wenn es immer Gewässer zweiter Ordnung, dann kriegen wir schon Hals. Da sind nämlich Gewässer, die der Bürger, Privatbürger bezahlen muss. Die Unterhaltung in Form von Beiträgen. Die Stadt oder der Land hat es einfach gemacht. Eigentümer Schuldner, die Stadt bezahlt und die Stadt kann es umlegen oder die Gemeinde, wie auch immer. So, und da kommt man ja immer nicht mit dem Geld aus. Und dann wird ganz einfach eine Satzung neu beschlossen, jedes Jahr. Und die Beiträge gehen hoch und runter. Kann ich ja verstehen, von Seiten der Stadt, Geld doch wieder rein. Kann ich ja mitgehen. Aber inwieweit wird dann überprüft, ob diese einzelnen Verbände auch entsprechend der Kostenlage arbeiten
Und nicht nur gut Ding hier, Teil der Ton vorgelegt, da wird gerade überprüft, gut läuft. Bezahlen tue ich und mehrere, die hier mitten da sitzen. Jedes Jahr beschließt eine andere Satzung, weil sich jedes Jahr die Träger ändern. Da meine Frage, wird das Gesetzeskonform durchgeführt? Wird da richtig geguckt bei diesen einzelnen Verbänden, ob die Kalkulationen stimmen und ob die Aufwendungen, die da getätigt werden, wirklich zustande kommen? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass jedes Jahr da überall der Kram gemäht wird, eine Grundräumung gemacht wird, dass jedes Jahr die gleichen Kosten im Gegenteil noch steigen. Also ich habe da meine Bedenken und bitte noch, dass die Vertreter der Stadt denn da in diesem Fall in der Rückkehr werden und uns eventuell mal mitzuteilen, wie das gehandhabt wird, damit man auch mit ruhigem Wissen sagen kann, bin die Leistung erbracht, okay, zahle ich sie, muss es sein, muss es nicht sein. Danke. Dankeschön, Herr Wienicke, Herr Bürger. Also die Kollegen, ich weiß ja nicht, wie Sie sich genau nennen, ich möchte jetzt auch nicht diskreditieren. Also beim nächsten Mal ist es die letzte Verwarnung, ja. Dann verweise ich Sie des Saales. Wir können das gerne mal durchspielen. Können Sie denken, was Sie wollen von mir. So, bitte, Herr Bürgermeister Fuchs möchte antworten. Ja, meine Damen und Herren, die öffentlichen Gewässer müssen unterhalten werden. Ich denke, darüber gibt es Konsens. Es ist einfach erforderlich, dass das anfallende Wasser ordentlich abgeleitet wird. Sicher ist die Dramatik bei uns nicht so groß wie in den Gebieten Süddeutschlands, die regelmäßig überflutet werden. Aber dennoch gilt auch bei uns der Grundsatz, dass man dafür sorgen muss, dass insbesondere das Regenwasser abfließen kann, und zwar ordentlich abfließen kann. Dazu sind die Wasserunterhaltungsverbände geschaffen worden, die für das jeweilige Gewässer erster Ordnung, also das zu organisieren haben. Das sind im Grunde genommen unsere Dienstleister. Und hier in diesen Wasserunterhaltungsverbänden sind ja auch Vertreter der Kommunen in den beschließenden Gremien. Also Gustav, du hast absolut die Möglichkeit, uns in welchem Verband auch immer zu vertreten. Wir suchen immer händeringend Menschen, die bereit sind, sich dieser Aufgabe zu stellen. Der dabei anfallende Aufwand muss natürlich den Unterhaltungsverbänden erstattet werden. Zu Beginn dieses Landes Sachsen-Anhalt hat das Land viel großzügiger diese Verbände unterstützt. Aber die Unterstützung durch das Land ist sukzessive zurückgefahren worden und demzufolge fällt mehr an, was auf die Kommunen an Geldforderungen zurückfällt. Ja. Es ist ja so, dass viele Gemeinden, als sie noch selbstständig waren, das aus der Portokasse bezahlt haben. Aber das geht nicht mehr, zumindest bei uns nicht. Wir reden hier durchaus um Summen, Herr Kämmerer, pro Jahr von 300.000 Euro. Gut und gerne, pro Jahr. Das können wir nicht einfach vom allgemeinen Steueraufkommen abdrücken, sondern das müssen wir umlegen auf die Grundstückseigentümer. Denn die Grundstückseigentümer sind ja letztendlich auch, wenn man so will, die Verursacher der Kosten. Also werden sie entsprechend der Größe ihrer Fläche finanziell belangt. Dabei bleibt trotzdem auch bei uns Verwaltung allerhand an Geld, an offenem Geld hängen, denn wir machen die Arbeit. Wir sind in der Pflicht, das Geld einzutreiben vom Bürger, vom Grundstückseigentümer. Wenn man also, Gustav Wienicke, hier was ändern wollte, müsste man an den Landesgesetzgeber ran. Und da sind wir, bitteschön, wir beide in einem Boot. Weil ich auch sage, wieso machen wir Stadtverwaltung die Arbeit für den Unterhaltungsverband, wieso müssen wir uns mit dem Bürger auseinandersetzen, der nicht zahlt? Und wieso bleiben wir auf diesen Kosten sitzen? Die müssen wir ja vom allgemeinen Steuertopf decken. Demzufolge sage ich, hier können wir gemeinsam an die Verursacher des Dilemmas rantreten. Das sind also die Landespolitiker, denn es ist ein Landesgesetz, das Wassergesetz. Und das müsste aus unserer Sicht, auch aus Verwaltungssicht, modifiziert werden, angepasst werden, ganz einfach.
Ja, weil es ja ungerecht ist, dass wir einen Teil der Kosten aus dem allgemeinen Steueraufkommen decken. Also, bitteschön, wir sind irgendwo schon in einem Boot, nur so wie es läuft, läuft es zumindest. Und wir haben ja rückwirkend bezogen auf einige Jahre, auf zwei Jahre, hier im vergangenen Jahr vermelden können, dass wir gut 500.000 Euro eingenommen haben, die uns schon geholfen haben, auch Finanzlücken letztendlich zu schließen und damit einfach Geld auch freizumachen für notwendige Investitionen. Danke. Dankeschön, Herr Bürgermeister Fuchs. Gibt es weitere Wortmeldungen, Anfragen zu dieser Beschlussvorlage? Wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich darüber abstimmen. Ich bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie der Beschlussvorlage 48.414 zustimmen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Dankeschön. Der Stadtrat der Hansestadt Garling beschließt mit Stimmenmehrheit die erste Änderung der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge für die Unterhaltung von öffentlichen Gewässern zweiter Ordnung für das Jahr 2013. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 17. Erste Änderung der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge für die Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 2014. Tagesordnungspunkt 18. Antrag auf Bestellung eines Ausländerbeauftragten, Ausländerbeauftragten für die Hansestadt Garling. Antrag Nummer A14 aus 2014. Bitte, Herr Kuke. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, damit sprechen wir natürlich ein sehr schwieriges und ein sehr defizites Problem an. Wir haben vor einem Jahr, ist ja die Stadt auf eine Initiative von Herrn Gatz losgegangen, in der Gemeinschaftsunterkunft dort ein Signal zu setzen und zu sagen, wie wir heißen unsere ausländischen Mitbürger bzw. auch Asylantragsteller bekommen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mich damit eingefängt und habe gesagt, okay, was können wir aber dann mehr machen, als nur ein Signal setzen. Wir müssen hier dauerhaft ein Signal setzen. Und es geht dabei nicht um Personen, es geht dabei um ein Amt, ein Ehrenamt, was die Verbindung zwischen der Stadt, dem Kreis und natürlich dem entsprechenden Personenkreis darstellt. Inklusive der ausländischen Mitbürger, die hier ja schon wohnen. Es geht nicht einfach nur um Antifa-Hersteller, es geht nicht um Kriegsflüchtlinge, es geht um alle. Und damit sie einen Ansprechpartner haben in der Stadt mit ihren Sorgen und Nöten. Und die sind ja vielfältig. Im Ausschuss ist beraten worden, besprochen worden und ich habe, muss dazu sagen, auch schlucken müssen, weil sicherlich ich den einen oder anderen, entschuldigen Sie mir bitte den Ausdruck, überfordert habe. Denn es ist nicht einfach nur ein Amt, es ist ein ganzes Paket. Und diesbezüglich haben wir im Ausschuss dann auch gesagt, okay, wir machen Folgendes, wir schieben den Antrag in das nächste Jahr rein. Wir werden im Januar eine Besprechung machen mit dem Kreis, mit dem kreisverantwortlichen Dezernenten, mit der jetzt schon dort integrierten, seit zwei Monaten integrierten Integrationsbeauftragten. Vielleicht gelingt es uns auch noch jemand von der Landesregierung dazu zu holen, um dann einfach eine Klarsicht zu haben, was bewirkt dieses Ehrenamt. Ich möchte nicht, dass diese Vorstellung und ich sage einfach mal, dieses gute Thema zerredet wird. Ich möchte, dass das zum Erfolg geführt wird. Und es soll nicht eine Personendiskussion werden, sondern eine Amts- und Aufgabendiskussion werden. Und ich bitte Sie, da auch alle mitzumachen. Nicht nur einfach ein Signal zu setzen, sondern ein dauerndes Signal. Es kommen mehr Asylantragsteller, es kommen mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich möchte, dass Sie jemanden haben in der Stadt, der sich auch etwas um sie kümmert. Es gibt ganz konkrete Grenzen, die das Land übernimmt, die der Landkreis übernimmt und wir sollten hier als Stadt ein Signal setzen. Und deswegen, wie sagt man so, beantrage ich das einfach hier zurückzunehmen und ins neue Jahr zu verschieben. Danke. Dankeschön, Herr Kuke. Gut, Herr Bürgermeister, auch so. Wir verstehen das so, Sie ziehen als Antrag die Fraktion, als Fraktion den Antrag zurück und wird Bestandteil der nächsten Beratungsfolge werden sollen, nach dem von Ihnen geschilderten Prozedere. Okay, findet das Zustimmung? Ja. Gut, danke. Damit, da die Fraktion den Antrag zurückgezogen hat,
setzen wir die Beratung aus und vertagen dann ins nächste Jahr. Schönen Dank für Ihre Ausführungen, Kuko, und ich gestatte mir, ich denke mal, Sie haben im Namen des Stadtrats gesprochen, dass es ein sehr, sehr sensibles Thema ist und in Zukunft uns begleiten wird und es außer Frage steht, dass wir da handeln müssen, aber man sollte es dann auch wirklich dezidiert vorbereiten. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 19, Schulentwicklungsplanung ab dem Schuljahr 2015-16. Die Mitteilungsvorlage trägt die Nummer 24 aus 14. Zur Klarstellung, der Antrag der Gemischten. Ja, und dann gibt es ja noch einen aktuellen Antrag der, also aktuell ja, aus dem Hauptausschuss heraus, wenn ich mich recht erinnere, Antrag der Freien Liste. Das sind jetzt zwei verschiedene. Du bist ja jetzt erstmal bei der Gemischten, ja. Ja, das war hier oben, aber zu den Beratungsergebnissen. Die Beratungsergebnisse? Na gut, dann verlese ich es. Also, meine Damen und Herren, die Beratungsergebnisse lauteten wie folgt. Im Sozial-, Jugend-, Schul-, Kultur- und Sportausschuss gab die Abstimmung über den mündlich gestellten Antrag der gemischten Fraktion, ich zitiere, für die Qualität der Bildungsarbeit, die den Anforderungen entsprechen soll, fordert die Fraktion eine Schulentwicklungsplanung für die gesamte Stadt auf der Grundlage einer Bestandsanalyse der Kapazitäten. Zitat Ende. Dieser Antrag wurde abgelehnt bei 2 Ja, 6 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung. Ebenfalls noch im Sozialausschuss die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen mit der Maßgabe, dass die Verwaltung eine Beschlussvorlage erarbeitet mit folgenden Entscheidungsvarianten. Variante A. Änderung der Schuleinzugsbereiche unter der Maßgabe einer sicheren Perspektive aller Grundschulen. Entscheidungsvariante B, Schließung der Grundschule Eschstedt. Im Ortschaftsrat Wiebke gab die Anhörung folgenden Hinweis. Man wünscht sich den Erhalt der Grundschule Eschstedt und Änderungen der Einzugsbereiche. Darüber hinaus ist der Ortschaftsrat Wiebke der Auffassung, eine Veränderung der Buslinienführung nach Mieste ohne Umsteigen für die Schüler zu erwirken. Im Ortschaftsrat der Ortschaft Jeckau am 20.11. gab es folgende Hinweise. Der Ortschaftsrat möchte, dass die Kinder aus dem Ort einen kurzen Schulweg behalten und nicht lange Wege zurücklegen müssen, um entfernte Schulen mit Schülern aus den Orten aufzufüllen. Mieste sollte nach wie vor Schulzentrum für Jeckau bleiben. Im Hauptausschuss ergab die Abstimmung über den Antrag der gemischten Fraktion vom Sozial-, Jugend-, Schul-, Kultur- und Sportausschuss ebenso, dass dieser abgelehnt wurde. Es gab zwar 3 Zustimmungen, aber 5 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen. Die Abstimmung über die Erarbeitung von 2 Beschlussvorlagen fand einhellige Zustimmung. Die Beschlussvorlagen sollen vorsehen, erstens Änderung der Einzugsbereiche unter der Maßgabe einer sicheren Perspektive aller Grundschulen und zweitens Schließung der Grundschule Eschstedt. Im Ortschaftsrat Zichtau am 25.11. ergab die Anhörung, dass man folgende Empfehlung gab, und zwar Aufrechterhaltung des Beschlusses mit Verweis auf den bestehenden Stadtratsbeschluss. In Solbke, ebenfalls am 25.11., ergab die Anhörung folgenden Hinweis, die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis genommen mit dem Hinweis, dass der Ortschaftsrat darauf besteht, dass die Solbker Schüler weiterhin in Mieste beschult werden. In Jeserwitz haben wir noch kein Ergebnis vorliegen. Gut, danke schön, Herr Bürgermeister Fuchs. War nochmal die Erläuterung, die aus den Ausschüssen kam. Es liegt Ihnen ja heute vor der Antrag der Freien, der Fraktion Freie Liste Feuerwehr. Und ich würde vielleicht Herrn Kuko oder Herrn Wolf bitten, den nochmal kurz zu erläutern. Das ist nett, danke schön. Herr Vorsitzender, Herr Dritter, also einer muss ja vielleicht mal den schwarzen Peter ziehen an. Wir haben uns natürlich die Sache nicht leicht gemacht und auch in der Freien Liste und darüber diskutiert und alles für und wieder. Da ich Wittritzer Bürger bin, weiß ich, dass im letzten Jahr auch die Diskussion stand, dass auch mein Kind nach Eschstedt gehen sollte zur Diskussion und ich habe gesagt, nein, fällt aus. Kann ich das auch begründen, aus welchen Gründen?
Mein Kind geht in die Goetheschule. In der Goetheschule, das ist im Zentrum der Stadt. Da ist der Arzt, da muss ich mit dem Kind mal hin, da sind die Arbeitsgemeinschaften und so weiter. Wenn ich mit meinem Kind zum Arzt gehen müsste und müsste ich es von Eschstedt abholen, nur kurzfristig, wäre das für mich ein Umweg. Ich kann natürlich auch die Eltern in Eschstedt verstehen, ich kann auch die Eschstädter verstehen. Aber eins wird schwierig sein. Änderung der Schuleinzugsgebiete zugunsten der Grundschule Eschstedt sehen wir von seitens der Eltern oder von seitens der Fraktion als ein schier unlösbares Problem, weil die Eltern schier unlösbar. Unlösbar, das heißt schier, es ist ja auch unlösbar. Ne? Weil ich denke mal, ein großer Teil der Eltern eine Planungssicherheit haben wollen für die nächsten Jahre und sagen, okay, ich möchte wissen, wo mein Kind im nächsten Jahr hingeht und ich möchte dieses Notfall nicht machen. Eine zweite Grundüberlegung, die ich dabei sehe oder die auch wir dabei sehen, ist, natürlich kann man in einer Klasse mit mehr Schülern auch mehr machen. Mehr Projekte gestalten, mehr im Team arbeiten, als wenn ich 12 Kinder habe in einer Klasse, als ob ich, wenn ich 11 Kinder habe oder auch 15 Kinder in einer Klasse habe, die auch unterschiedliche Interessen haben. Ne? Sage ich einfach, der eine möchte in Chorsingen gehen, der eine macht Musik, der andere geht reiten. Wenn ich das jetzt auf die Grundschule Eschstedt umlegen würde, dann hätte ich da so mein Problem. Also könnte man aus meiner Sicht die Förderung der Kinder definitiv auch in der Freizeitgestaltung und auch in der Schule direkt besser auf eine Grundlage bringen. Und das andere ist natürlich auch, dort wo viele Kinder sind, erzeuge ich eine Sozialkomponente, die für uns nicht schlecht ist, auch für die Stadt nicht schlecht ist. Und gehen wir mal davon aus, wenn in Eschstedt ein oder zwei Lehrer krank wären, ich meine, einen Krankheitsstand von zwei Lehrern in einer Grundschule kann ich besser kompensieren als vielleicht in der Grundschule von den Eschstedt. Ist alles regelbar, aber es hängt doch definitiv an der Veränderung der Einzugsgebiete und da sehe ich meinen Schwerpunkt. Das wird uns kaum gelingen und wir drehen uns im Kreis und deswegen einfach, gebt den Eltern eine Sicherheit für die Kinder, gebt den Eltern eine Perspektive, gebt den Kindern eine Perspektive und lasst uns irgendwo mal einen Schlussstrich ziehen. Danke. Dankeschön. Ja, hallo. Das gilt auch für Sie, meine Dame, ja? Es gibt Regularien. So. Ich kann das alles verstehen und nachvollziehen. So, gut. Bedanke mich erstmal bei Herrn Kuke für die Ausführungen. Ich schlage folgendes Prozedere vor. Wir unterbrechen die Sitzung für maximal 10 Minuten. Ich bitte die Fraktionsvorsitzende zu mir, bevor wir in die Beratungsrunde einsteigen. Können wir etwas kommen? So, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Verständnis und auch bei den Fraktionsvorsitzenden für diese konstruktive kurze Sitzung. In Ergänzung der Mitteilungsvorlage möchte ich Ihnen mitteilen, was aus unserer kurzen Zusammenkunft herauskam. Die Verwaltung wird, Herr Bürgermeister Fuchs hat also dem auch zugestimmt, die Verwaltung wird in Vorbereitung der nächsten Sitzung schienen die Unterlagen des Kreistages, die entsprechend der Schulentwicklungsplan, wo diese ganzen Daten, die Sie als gemischte Fraktion beantragt haben, aufarbeiten lassen und den Fraktionen zukommen. Wir werden heute nur noch einmal über den aus dem Sozialausschuss entstandenen Antrag, das zur nächsten Sitzungsschiene, zwei Beschlussvorlagen in der Reihenfolge Änderung der Einzugsbereiche unter der Maßgabe einer sicheren Perspektive aller Grundschulen und zweitens die Schließung der Grundschule Eschstedt steht. Das heißt also, so wie es angedacht war, in der nächsten Sitzungsschiene die Sache noch mal zu beleuchten. Die Unterlagen werden durch die Verwaltung zur Verfügung gestellt. Und Herr Kuke, möchten Sie erst noch was sagen? Ja, muss ich noch mal. Ne? Wenn Sie möchten, erst Herr Kuke, dann. Ja, geht ja. Wenn ich die Diskussion eröffne, dürfen Sie, Herr Mann. Wir haben ja Basisdemokratie. Und ich lasse mich auch gerne überzeugen, wenn es dort Gesetzesvorlagen gibt oder auch Vorlagen gibt, die Beschlussvorlagen, sagt man ja, die diesbezüglich was anderes sagen. Ich möchte das Thema ja auch nicht so stark in die Forderung bringen.
in den Vordergrund stellen, dass wir sagen, wir schließen die Schule. Wenn es eine andere Lösung gibt, gibt es eine andere Lösung. Aber ich appelliere nochmal daran, denkt auch an die Kinder und denkt auch an die Planungssicherheit der Eltern insgesamt hier. Das ist das Wesentliche. Ich möchte mein Kind wissen, wo ich das die nächsten 10 Jahre beschulen kann. Und diesbezüglich ist auch diese Vorlage gewachsen und vor allen Dingen ordentlich beschulen kann. Und sollen die Kinder nicht weglaufen, sie sollen auch nicht sich in der Fläche verteilen, sondern konkret Herr Kuke, darf ich Sie nochmal an unseren Kompromiss erinnern? Aber, Herr Kuke, ich muss Sie mal unterbrechen. Wir hatten einen Kompromiss gefunden. Ja, ich möchte mich diesem Kompromiss natürlich anschließen und ich ziehe erstmal den Antrag zurück. Gut, danke. Gut, weil wir in die Diskussion im nächsten Mal. Herr Marten, bitte. Mir fällt es sehr schwer, mich diesem Kompromiss anzuschließen. Entschuldigung. Aus zwei Gründen. Zum einen kann ich es nicht begreifen, dass die Verwaltung es innerhalb von einigen Tagen nicht fertig kriegt, 2 Beschlussvorschläge zu machen, von dem der eine die Schließung der Schule Eschstedt ist und der andere eine klare Aussage, wie die Schule beschult werden kann, wie man die Schuleinzugsgebiete ändern kann. Das muss innerhalb von einigen Tagen möglich sein. Das ist das Erste. Und das andere kann ich auch nicht verstehen. Bereits im Sozialausschuss ist von Frau Göbel genau das angemahnt worden, dass man sozusagen diese kreislichen Unterlagen zu Rate ziehen soll. Warum liegt das alles nicht auf dem Tisch heute? Warum haben wir das nicht? Jetzt verschieben wir es wieder und es ist genau dieses Problem. Wir ziehen es hin und ziehen es hin und kommen im Februar möglicherweise wieder nicht zur Entscheidung. Dann ziehen wir es wieder hin und irgendwann habe ich wieder heulende Eltern vor mir sitzen, die sagen, ich weiß nicht, wo mein Kind hingehen soll. Ich finde das unmöglich und ich finde es ein Armutszeugnis der Verwaltung, muss ich auch sagen. Gut. Gut, Herr Marten. Dankeschön. Oh, Frau Göbel, pardon. Ja, habe ich noch nie gesehen. Ich kann das eigentlich nur ergänzen oder bestätigen. Ich habe lange gefordert, die Zahlen auf den Tisch zu bekommen und es hat lange gedauert. Und immer wieder stimmen die Zahlen auch nicht so richtig. Und in Bezug auf die Entscheidung, die die Stadt jetzt treffen soll, müssen wir vielleicht Vorarbeit vom Land erwarten. Denn im Land, im Bildungsausschuss wird am Mittwoch, dem 10.12. jetzt nochmal die ganze Sache auf dem Tisch liegen. Und dort wird es also im Bildungsausschuss des Landes eine Beratung geben, die auch die Schulentwicklungsplanung mit beinhaltet und auch die Stark-3-Förderung nochmal beinhaltet. Da hatte ich mich informiert. Und in diesem Zusammenhang muss ich sagen, dass zum Beispiel bei den Zahlen, die erarbeitet worden sind, auch immer wieder Missverständnisse aufkamen. So haben die Zahlen zum Beispiel nur 5 Anmeldungen für die Grundschule, für die evangelische Grundschule beinhaltet. Ich habe das mal durchgerechnet und habe geguckt, was passiert, wenn wir eben diese Zahlen auch mal mit einbeziehen. Dann passiert nämlich Folgendes: in der Wanderschule sind zum Beispiel in sehr vielen Klassen, ich habe es mal gelb gekennzeichnet, ich kann es auch allen mal zur Verfügung stellen, sind also sehr viele Klassen, die über 22 Schüler stark sind. Und im Gesetz heißt es, es wird auf die Frequenz von 22 orientiert, aber die Höchstschülerzahl von 28 soll dabei nicht wesentlich überschritten werden. Und bei den Lehrerproblemen, die im Land angekündigt worden sind, kann das schon problematisch werden. Große Klassen können an der Tagesordnung sein. Und wenn wir das weiter berücksichtigen, kann es auch sein, dass Letzling Probleme bekommt, wenn wir eben davon ausgehen und berechnen, jeweils 3 Kinder in etwa von jeder Grundschule gehen an die evangelische Grundschule oder an eine andere private Schule, dann sacken die Zahlen zusammen und wir haben dann für Letzling ebenfalls Probleme. Das müssen wir eben auch berücksichtigen. Und vielleicht wäre es nicht falsch, zu sagen, wir entlasten eben die Schülerzahlen in der Wanderschule und in der Goetheschule zugunsten der Reuterschule. Auch mit Flüchtlingskindern ist zu rechnen, haben wir gehört. Wir sollten vielleicht die Zeit nutzen, auch die Klassen nicht so groß werden zu lassen. Denn ich widerspreche da, mit großen Klassen mit 27 und 28 Schülern in der ersten Klasse ist problematisch zu arbeiten. Und was hier auch aus den Zahlen nicht deutlich wird, das habe ich auch schon ein paar Mal betont, es ist nicht daraus zu entnehmen, wie viele, also ich sage nicht Sitzenbleiber, sondern Wiederholer, Räume brauchen, Raumkapazitäten. Deshalb, wie gesagt, seit 2 Jahren wird rumdiskutiert, aber die Grundlagen für eine Entscheidung sind immer noch nicht vorhanden und das finde ich nicht gut. Gut, danke Frau Göbel. Das Grundproblem sind sicherlich die zu wenigen Kinder. Gut, gibt es weitere Anfragen? Herr Thürer, bitte. Darf
Vorsitzender, sehr verehrte Damen und Herren. Sie konnten in letzter Zeit alle verfolgen, wie in der Presse dargestellt wird, dass auch im Landesparlament man die Einsicht gewonnen hat, dass die Schul- und Bildungspolitik überdacht werden muss. Die Bilanz ist erschreckend. Zig fehlende Schulleiter, fehlende Lehrer, Unterrichtsausfall, Schulschließungen. Jeder Zehnte verlässt die Schule ohne Abschluss, jeder Dritte die Ausbildung. Und es werden also, ich habe mich da auch mal ein bisschen kundig gemacht, es werden also auch dort Überlegungen angestellt, wie man dieses Problem etwas besser in den Griff bekommen könnte. Und mein Vorschlag ist, und das ist eine Diskussion, warum machen wir nicht aus Eschstedt eine Außenstelle? Außenstelle der Reuterschule. Da gibt es die wenigsten Probleme. Es können die Schüler dort beschult werden. Die brauchen nicht mal eine Schulleiterin. Die Schulleiter werden an den Grundschulen sowieso kaum da gewürdigt. Überall in Sachsen-Anhalt. Auch finanziell nicht und auch abmindungsmäßig. Dort machen Stellvertreter die Vertretungspläne und die Kinder und auch die erste Klasse, die jetzt hier in Gardelegen beschult wird, können ja auch dort beschult werden. Das ist für die Kinder dann wieder geringere Schulwege. Und das ist nach meinem Ermessen die allerbeste Lösung. Und dann haben wir auch dort ausreichend Lehrkräfte. In der Grundschule ist es so, dass die Lehrkräfte ja nicht wandern müssen, weil die ja alle Fächer unterrichten können und dürfen, sodass wir also auch nicht pendeln müssen. Es ist also nach meinem Ermessen der einfachste und beste Weg, um Eschstedt auch zu erhalten. Und letzte Bemerkung, es war auch gerade in der vergangenen Woche nochmal hervorgehoben, wie toll es doch ist, eine Schule, eine ganze Schule mit 32 Schülern zu betreiben. 32 Schüler, 6 Lehrer, Debekoll. Dankeschön, Herr Thürer. Gibt es weitere Anfragen zu dieser Mitteilungsvorlage? Frau Göbel, ein letztes Mal. Jo. Eine Ergänzung dazu. Es ist festgestellt worden, wie teuer das Ganze war oder was welche Kosten angefallen sind. Es hat also plus minus null die Rechnung. Also 3 Millionen Euro hat das Land gespart, aber der Kreis hat 3 Millionen Euro gezahlt, um die Fahrtkosten auszugleichen. Also gespart wurde nichts, aber unsere Kinder stehen früher auf. Na, gut, danke schön, Frau Göbel. Gut, weitere Anfragen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann nimmt der Stadtrat die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis. Wie gesagt, Antrag an der Verwaltung ist klar. Auch die Vorlage der Beschlussvorlagen fürs nächste Mal, wie vorhin verlesen, mit der Priorisierung, Änderung der Einzugsbereiche unter der Maßgabe einer sicheren Perspektive und Schließung der Grundschule Eschstedt. Wie gesagt, der Stadtrat nimmt die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20, Anfragen und Anregungen. Liegen Ihrerseits, meine Damen und Herren, im öffentlichen Teil Anfragen und Anregungen vor? Frau von Behr war schneller, bitte. In der Bevölkerung steht die Frage des Trüstedtsche Haus. Da gibt es im Moment so viele widersprüchliche Aussagen in der Zeitung, sodass man uns doch, denke ich mal, irgendwann sagen sollte, wie ist es nun? Hat der Kreis bestimmt, dass es abgerissen werden kann? Weiß man, wer der Eigentümer ist? Ich weiß es zum Beispiel. Ich denke, es sollte die Verwaltung auch wissen. Und da sollte man doch jetzt wirklich mal der Bevölkerung mal reinen Wein einschenken. Es kann nicht heißen, das Haus muss weg und es gibt auf der anderen Seite wiederum jemand, der es kaufen möchte und auch sanieren will. Was ist denn da nun richtig? Nun ist heute Herr Behrens nicht da. Ich will Herrn Behrens nicht den schwarzen Peter zuschieben. Aber eine Antwort sollten wir schon mal haben. Der Herr Bürgermeister wird umfänglich antworten. Entschuldigung, ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen, aber er wird Ihnen umfänglich antworten, bitte. Ja, gleich. Ja, meine Damen und Herren, das Trüstedtsche Haus, da sind wir uns sicherlich einig, ist ein stadtbildprägendes Haus, nach wie vor, auch in dem jetzigen Zustand. Aber wir sind nicht Eigentümer dieses Hauses. Die Eigentümer haben in den letzten Jahren mehrfach gewechselt. Der jetzige Kaufinteressent ist nicht mehr im Boot, hat also seinen Antrag zurückgezogen. Was die Stadt gemacht hat oder was ich gemacht habe, das ist gewesen letztes Jahr im Juni, als ich schriftlich die zuständige Behörde, das ist das Bauordnungsamt des Landkreises,
darauf hingewiesen habe, dass hier Gefahr im Verzuge ist. Letztes Jahr im Sommer fielen die ersten Steine vom Giebel auf den Gehweg, sodass wir verwaltungsseitig den Landkreis als zuständige Behörde darauf aufmerksam gemacht haben, dass er hier handeln muss. Der Landkreis hat nachweislich mehrfach den Eigentümer aufgefordert, Ordnung zu schaffen. Der Eigentümer hat, ich muss das so sagen, sich im Grunde genommen verleugnen lassen. Also er war nie auffindbar. Die Schreiben sind immer zurückgekommen. Sodass also letztendlich auch wieder auf unser Drängen ein Baustatiker vor Wochen sich das Gebäude angesehen hat und hat festgestellt, dass hier starke Einsturzgefahr besteht. Ich glaube, das wird keinen überraschen. So, ich habe nochmals darauf gedrungen, vor 4 Wochen etwa, dass hier gehandelt wird. Denn lassen Sie Schnee kommen, lassen Sie nassen Schnee kommen, dann ist Gefahr für die angrenzenden Grundstücke. Das sind 2 Privatgrundstücke und dann ist Gefahr für den Bürger, der dort vorbeigeht. Und wenn der Giebel Richtung Straße kippt, dann knallt er auf die Straße. Ich denke, jeder, der vom Bau ein bisschen Ahnung hat, wird das bestätigen. Folglich fand heute Vormittag hier im Haus eine Beratung mit dem Bauordnungsamt statt. Und ich habe nochmals darauf gedrängt, dass das Gebäude abgetragen wird. So, erhaltenswerte Bauteile, Holzteile werden gesichert. Und darüber hinaus wird eine Sicherung fotodokumentarisch erfolgen, sodass also das, was erhalten werden kann, vielleicht hoffentlich irgendwann wieder entsteht. So, und ich denke, anders können wir nicht handeln. Wir sind nicht Eigentümer, wir sind nicht zuständig, aber wir sind Stadt und wir haben darauf hinzuweisen, dass hier gehandelt werden muss. Eine andere Möglichkeit sehe ich hier nicht. Und wie gesagt, der potenzielle Käufer ist zurückgetreten. Ich kann es Ihnen zeigen, weil er in den Preisvorstellungen sich mit dem Eigentümer nicht einig geworden ist. Das ist auch noch eine wichtige Information. Also nicht aus irgendwelchen anderen Gründen hat man sich nicht einigen können, wie das auch dargestellt wurde, sondern man ist sich preislich nicht einig geworden. Klare Aussage. Dankeschön, Herr Professor Fuchs. Umfänglich beantwortet, Frau von Beer? Gut, Frau Lessing, bitte. Ich habe keine Anfrage, sondern eine Anregung. Also nochmal zu, wir haben ja heute uns hier nochmal mit dem Nachtragshaushalt beschäftigt. Und ich weiß nicht, wie die anderen Ratsmitglieder das sehen, aber ich bin der Meinung, wenn uns, wir haben ja im Frühjahr oder zur Diskussion des Haushaltes, haben wir ja recht umfängliche, haben ja einige hier auch auf dem Tisch, recht umfängliche Materialien zur Verfügung gestellt gekriegt. Einmal im Entwurf, einmal im Beschluss. Also haben wir schon 2 Sonneberge zu Hause liegen. Also Herr Machers, ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber wenn wir machen ja bestimmt nächstes Jahr wieder einen Nachtragshaushalt. Aber wenn wir dann sowas in dieser Stärke, reicht das nicht als Nachtragshaushalt? Immer müssen wir dann wieder den ganzen, hier kann ich gucken, über mehr, weniger machen wir das grün, fertig ist die Laube. Aber das dicke Ding, muss man das? Frau Lessing, das kamerale Zeitalter endet am 31.12. Ab nächstes Jahr haben wir die Doppik, das lässt sich nicht mehr ohne viel mehr passieren. Noch mehr. Wird noch mehr. Die Kommunalaufsicht fordert das auch. Wir haben uns auch, genau das haben wir auch, was alleine der Nachtrag an Kopien kostet, ist nicht zu machen. Ja, Entschuldigung. Gut, weitere Anfragen, Anregungen im öffentlichen Teil. Bitte schön, Frau Gericke. Ich habe weder eine Anregung noch sonst was. Es hat fast, ja, über 9 Jahre gedauert, ist in der Bismarcker Straße weitergegangen. Der untere Teil, wo ich wohne, war im Juni 95. Und die Weiterführung, die ja eigentlich zeitnah sein sollte, hat jetzt stattgefunden. Vor ungefähr 4 Wochen begannen die Arbeiten und was meine Augen da erblicken, ist wundervoll. Es ist ein ganz toller Gehweg, er ist breiter geworden. Die Außen-, also die Nebenanlagen, das erste Gras guckt, die Bäume stehen, die neuen Straßen stehen. Allen Leuten, die dort so fleißig gearbeitet haben, mein Dank. Danke. Weiter möchte ich mich bedanken bei den Organisatoren des Weihnachtsmarktes in den Gärten. Also die steigern sich jedes Jahr. Alle Achtung. Weiter so. Danke, Frau Gericke. Ja, ich denke mal, dem Dank kann sich der Stadtrat nur anschließen, überhaupt. Ja, genau, weil die Verwaltung immer eifrig dabei ist,
Fördermittel zu akquirieren. Und das ist, ja. Genau, weitere Anfragen und Anregungen. Ich stelle fest, das ist nicht der Fall. Dann beende ich diesen Tagesordnungspunkt, wünsche unseren Gästen einen guten Heimweg. Im Namen des Stadtrates, Frau Marten, Sie gestatten mir noch diese zwei Sätze, wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und für das Jahr 2015 Glück, Gesundheit, persönliches Wohlergehen und auch immer den nötigen Mut, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich bedanke mich. So, jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Tschüss! Tschüss! Jedenfalls gut, ich sehr danke. Geschenke beim Vorsitzenden abzugeben. Ja. Okay.